Suchen wir die andere Puppe. Sie ist bestimmt bei den Bündeln mit den Habseligkeiten der Insassen. Jetzt können wir das Bündel aufmachen, auf dem Tisch vor dem Fenster. Sie soll dich leiten auf all deinen Wegen und die Sünde von dir fernhalten. Mama. Siehst du? Mama war lieb. Ich war die Böse. Mama hat sich Sorgen um René und Charlotte gemacht. Ich habe Charlotte allein gelassen. Wir haben sie allein gelassen. Wir müssen Charlotte suchen. Wir haben sie allein gelassen. Ist sie wohl noch da, wo wir sie zurückgelassen haben? In dem warmen Licht? Ich habe nichts getan. Ich habe nur gehorcht. Mama lässt uns nicht allein. Mama, ich habe nichts getan. Ich habe nur gehorcht. Charlotte ist weg. Ich habe nichts getan. Ich habe nur gehorcht. Mama wird uns jetzt ab. Sie hat uns lieb. Ich habe nichts getan. Ich habe nur gehorcht. Mama lässt uns nicht allein. Mama lässt uns nicht allein. Charlotte, ich habe nichts getan. Mama wird uns jetzt ab. Sie hat uns lieb, auch wenn wir böse sind. Ich habe nichts getan. Ich habe nur gehorcht. Thank you.
7. September 1938. Die Geisteskranke steigert sich auf den Anfälle, bei denen sie klagt, jammert und wütend wird. Heute Morgen hat sie die Milch weggeschüttet unter der Behauptung, es befänden sich darin Urin, Spucke und anderes Ekelhaftes. Sie hat Halluzinationen und hört Stimmen, die Befehle geben. Laut ihren Erzählungen gibt es Kinder, die sie singen hört und die in einer Schule eingesperrt sind. 20. Januar 1939. Mutistisch, benommen, vollkommen unaufmerksam. Auf Fragen und Reize reagiert sie mit Weinen und Tränen, andernfalls lacht sie. 1. Juni. Sie ist apathisch, nimmt kaum etwas zu sich, sie weigert sich berührt zu werden, sie antwortet nicht. Laut Meldung der Köchinnen verbringt sie ihre Zeit draußen im Park auf einer Bank vor der Küche. 14. Oktober. Wieder impulsives Verhalten. Heute Morgen hat sie sich 2 Eier für süßen Eierschaum geben lassen. Kaum hatte sie sie in der Hand, hat sie alles weggeschleudert. Erregt, agitiert, leicht verwirrt. Sie entkleidet sich. 8. Dezember. Sie ist seit 15 Tagen am Bett festgebunden. Sie ist gut gestimmt, spottet immer mehr, benutzt vermehrt Schimpfwörter, lacht laut hinaus. Sie masturbiert. Laut Meldung der Krankenschwestern befand sie sich vor etwa 2 Wochen allein in der Dusche und wollte nicht herauskommen. Laut ihrem Bericht hat sie, als sie weggebracht wurde, laut geschimpft und dann um sich geschlagen und gebissen. 2 Krankenschwestern mussten verarztet werden. Seitdem wurde sie nicht mehr losgebunden. In die Abteilung halbruhige Geisteskranke verlegt. Bis jetzt Behandlung durch Dr. B., künftig durch Dr. C. Ich war mit Amara im Duschraum. Die Erinnerung macht mir Angst. Aber sie sind ja nicht die Wirklichkeit. Sie sind nicht wahr, oder? Dezember, Dr. C. Anmerkungen zu der Patientin. Ihr abnormaler psychischer Zustand war Grund für ein nachlässig geführtes, ungeregeltes Leben, einschließlich der Neigung zu Straftaten. Sie ist launenhaft, leichtsinnig. Sie lässt in regelmäßigen Abständen ihre Hausarbeiten liegen, um als Straßenprostituierte ihre Dienste anzubieten. Prostituierte? Niemand hätte einer Irren geglaubt. Und dann noch einer Irren, die in schwerer Sünde lebt. Eine solche Person wäre doch wohl nie ein Opfer von Vergewaltigung geworden. Nein, sicher nicht. Wegen ihrer Geisteskrankheit reagiert sie nicht auf Ermahnungen seitens der Verwandten. Es gab Anzeichen für Selbstmordgedanken. Sie ist gestern in diese Abteilung gekommen, sie war äußerst erregt, agitiert. Behandlung mit Cardiazol, 2 Spritzen pro Woche, Dauer 5 Wochen. Mit den Behandlungen versuchten sie uns zu verwirren. Mein Gott, und wie ihnen das gelang. Als ob sie dir die Geisteskrankheit einverleiben wollten. Zweiter Juni. Lange Zeit war die Patientin ruhig, hat sich besser gefühlt. Heute ist sie sehr unruhig, erregt, wehrt sich sogar mit Gewalt gegen die frauenärztliche Untersuchung. Sie schimpft und verflucht ihre Erzeuger, schlägt sogar um sich. Laut Dr. B. wird die Patientin, die im 3. Monat eine Fehlgeburt erlitt, seit etwa 2 Jahren regelmäßig untersucht. Ihre Schwangerschaft war Folge des Geschlechtsverkehrs in einem in den Park der Anstalt eingedrungenen Fremden. Siehe auch die Krankenakte beiliegende Anzeige, die bei der Polizei in Volterra erstattet wurde. ES-Behandlung. So hat man also die Wahrheit verheimlicht. Es war alles gut ausgedacht. Juni. Nach Aussage der Krankenschwestern ist sie nach Erhalt des Briefes ihrer Mutter in einen Zustand der äußersten Unruhe verfallen, hat ihre Suppe auf andere Insassinnen gekippt, weil es ihr nervlich nicht gut ging und hat einer Krankenschwester einen Faustschlag versetzt. Impulsiv zerreißt ihre Kleidung. Bei der Untersuchung benutzt sie grobe Schimpfwörter, sie schlägt und spuckt. Briefwechsel unterbinden, um bei der Patientin keine weiteren Unruhezustände auszulösen. 20. August. Am Bett festgebunden.
Laut Bericht der Krankenschwestern ist die Patientin nach einem Besuch von Verwandten oder Bekannten äußerst unruhig. Seit 2 Tagen schreit sie immer nur noch ununterbrochen, sagt, dass sie ihr Befehle gibt, dass sie gehorchen muss, sich selbst wehtun soll und auch, nein, das ist nicht Charlotte. Besuchsverbot, am Bett fesseln, vermehrte ES-Behandlungen, bis sich Besserung einstellt. Kein Kontakt mit der Außenwelt. So wusste niemand, was hier innerhalb dieser Mauern vor sich ging. Ruhig, sei friedlich, nicht aufregen. Dich stellen wir jetzt erst einmal ruhig. Nur das zählt. Die Ruhe hat ihren Preis. Das Leben. Erster März. Bewusstseinsklar, Orientierung in Ordnung, auf Fragen antwortet sie. Laut Berichten der Krankenschwestern ist die Patientin ruhig, sie wäscht und pflegt sich. Ihren Behauptungen nach soll es eine Patientin namens Amara geben, die ihr zufolge verschwunden ist, seitdem sie in dieser Abteilung ist. Entspricht nicht der Wahrheit. Mit Wahrscheinlichkeit Regression der Halluzination. Verlegung in Erwägung ziehen. Ich soll Amara erfunden haben? Das ist unmöglich. Es gab sie wirklich, das weiß ich ganz sicher. Ich fühle es. Irgendwo müssen sich Spuren finden lassen. Wir können im ersten Stock zwischen den Bündeln mit der persönlichen Habe der Insassen nach ihren Sachen suchen. Das sind Amaras Sachen. Da bin ich sicher. Zwölfter März 1938. Heute ist ein Mädchen angekommen, René. Sie ist verstört vor Angst, die Arme. Hast du gesehen? Weißt du noch, als wir uns zum ersten Mal begegnet sind? Ich habe ihre Mutter gesehen. Die arme Frau. Sie hat sie mir anvertraut, hab ihr versprochen, auf ihre Tochter gut aufzupassen. Sie ist sehr besorgt und hat gesagt, dass sie René, ihre Tochter, die Puppe weggenommen haben. Und ohne ihre Puppe kann sie sich nicht verständigen. Wenn sie so bedrückt wie jetzt und so verschlossen ist, dann ist die Puppe für sie Stimme, Augenlicht und Gehör. Dr. B. hat gemeint, ich werde bald weggehen. Es tut mir leid, René hier lassen zu müssen, sie nicht mehr beschützen zu können. Arme Freundin, sie hat gehofft, von hier weg zu können, aber von hier kommt niemand weg. Diesem Mädchen geht es wirklich sehr schlecht. Sie hat nur mit mir gesprochen. Ich habe ihr von meinem Weggehen erzählt. Sie hat mich angestarrt und versichert, dass ich niemals weggehen werde. Sie hat mir fast Angst gemacht. Dann kamen ihr die Tränen. Mir auch, sie hat fast nichts gesagt. Ich mache mir Sorgen. Dieser widerwärtige Mann hat sie sich schon wieder ausgeguckt. Da bin ich mir sicher. Er hat sie hereingeholt, es gibt so viele ordentliche Leute hier, ausgerechnet er. Sie wusste es. Ich habe ihr alles erzählt, sie wusste von dem Mann. Darum wollten sie auch, dass sie aus meinem Leben verschwand. Aber ich habe sie einer befreundeten Krankenschwester, einer gutmütigen Frau ans Herz gelegt. Sie wird sicher auf sie aufpassen.
Ihre Freundin, die Krankenschwester. Ich erinnere mich irgendwie. Sie hat in dieser Abteilung Amara, gearbeitet. Da, sie existierte eben doch. Da ist sie, meine Freundin. Hier sind wir zusammen. Wie ist es möglich, dass ich auch nur einen Augenblick lang geglaubt habe, dass sie nie existiert hat? Suchen wir nach den Sachen der Krankenschwester im Schwesternzimmer im ersten Stock. Sie hat meistens im Pavillon Maragliano gearbeitet. Bloß weg von hier und suchen wir diesen Pavillon. Hier war René allein. Sie war von Charlotte allein gelassen worden. René war ohne Charlotte nicht mehr in der Lage, mit anderen zu sprechen. Mama wusste das.